Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass Sie dabei sind. Alles wird gut. Diese Worte sind berühmt. Ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, jeder von uns hat sie wahrscheinlich schon einmal gehört, vielleicht auch selber gesagt. Alles wird gut, das sind Worte, die trösten und die aufrichten. Kennen Sie die Lebenskarten der Haller Malerin Barbara Völkner? Wie der Titel schon sagt, beschreiben sie Lebenserfahrungen, Lebenserkenntnisse und setzen positive Lebensimpulse. Mit ihren direkten, prägnanten Sätzen und den Bildern in bunten Farben sprechen mich viele dieser Bilder, dieser Karten besonders an. Zum Beispiel diese hier. Es wird anders gut. Im Großen und Ganzen gehe ich hoffnungsvoll durch diese gegenwärtige Zeit. Alles wird gut. Aber vielleicht nicht so, wie ich es mir vorstelle, nämlich möglichst schnell, möglichst direkt, möglichst schmerzlos. Ich ahne, es geht anders, als ich es gewohnt bin, als ich es so gerne plane, als ich es mir wünsche. Das macht mich schon manchmal unsicher, bringt mich ins Wanken und ich überlege, wie sieht denn mein weiterer Weg aus? Wie geht er? Wo führt er mich hin? Es wird anders gut. Darin drückt sich ein großes Vertrauen aus und ich glaube fest daran, dass Gott es gut machen wird, aber eben anders gut. Dazu möchte ich Ihnen eine weitere und euch eine weitere Lebenskarte zeigen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, steht da. Das kann doch vielleicht hilfreich sein. Umwege sind meist Wege, die wir unfreiwillig gehen, die wir uns nicht aussuchen, die wir möglichst schnell beenden wollen. Umwege sind manchmal schmerzvoll. Kräftezehrend, existenziell gar bedrohlich, wie wir es in den letzten Tagen und Wochen auch merken. Und doch, auf Umwegen ist manches zu entdecken. Im übertragenen Sinne können das neue Erkenntnisse sein. Die dankbare Erkenntnis, dass ich in einem relativ sicheren Land lebe. Die Erkenntnis, dass man mit weniger auch ganz gut auskommt. Die Erkenntnis, dass man materiell gar nicht so viel braucht, aber menschliche Nähe umso mehr wieder zu schätzen lernt. Oder die Erkenntnis, gerade aufgrund schmerzlicher und bedrohlicher Einbußen entwickeln viele Menschen pfiffige und kreative neue Ideen. Der Umgang miteinander wird solidarischer und hilfsbereiter. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Wir entdecken Neues um uns herum, das ist spannend und bereichernd. Und besonders schön an dieser Karte ist, dass man hier hinten das Ziel sieht. Das brauchen wir. Die Gewissheit, dass wir nicht auf dem Holzweg sind oder unser kräftezehrender Umweg womöglich in einer Sackgasse endet. Im 16. Psalm betet ein Mensch voller Gewissheit: Du Gott zeigst mir den Weg zum Leben. Oder wie Martin Luther übersetzt: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Gottes Wege sind auch manchmal Umwege, die wir nicht abkürzen können, auch wenn wir es gerne möchten. Schwere, kräftezehrende Wege, aber ich bin gewiss, sie bringen uns zum Ziel. Die Botschaft dieser Lebenskarte möchte ich euch, möchte ich Ihnen ans Herz legen und heute mit auf den Weg geben. Es wird gut.
anders gut. Bleiben Sie behütet.